Willkommen zurück, Captain of Industry. Ich wollte euch ja erst zurückholen, wenn die Eisenproduktion vorne läuft. Das tut sie noch nicht. Hatte zwischendurch ein bisschen Probleme mit Arbeitern, habe meinen Camp erweitern müssen, musste ein paar neue Container aufstellen, weil ich die fortführenden Produktionsteile nicht hatte. Jetzt wollte ich die Planung für Elektronik 2 machen, damit wir da vorankommen. Und da wollte ich euch wieder mitnehmen. Kann natürlich sein, dass es wieder eine ganze Folge dauert. Also wir müssen vorne anfangen. Graphit. Ich habe beschlossen, ich verwende das Chlor hier. Und wenn es mir ausgeht, dann muss ich mir eine andere Lösung verwenden. Aber ich mache es dann, wenn es soweit ist. Das saure Wasser kann ich abführen. Also wir brauchen eine Chemiefabrik, da läuft das Chlor rein, da läuft Kohle rein. Kohle brauche ich wiederum für etwas Größeres, auch für die nächste Sache. Deswegen bauen wir mal folgendermaßen. Wir bauen hier eine Fahrzeugrampe rein. So, dann führe ich hier unten durch. Planierungsgebiet kann man hier eigentlich jetzt mal wegnehmen. Genau, das stört dann nur. So, also hier kommt Chlor raus. Dann mache ich eine Schütte. Problem ist, ich würde am liebsten jetzt wieder ein großes machen, aber ich glaube, das wird ist irgendwann einfach zu viel. So, ich mache hier, nehme die zukünftige Fahrbahn, mache ich hier eine Schütte. Und jetzt brauchen wir eine Chemiefabrik. Hier drin? Ne, wahrscheinlich nicht. Ist das Lithiumreaktor drin? Ne, ist die. Wo ist die Chemiefabrik? Lebensmittel? Nee. Zur Gewinnung auch nicht, gell? Das hat auch keinen Sinn gemacht. Eine Rohölraffinerie, okay. So, hier unten ist es drin. Hier kommt Graphit und saures Wasser raus. Also, Kohle kommt hier rein. Ammoniak kommt da rein, dann und da kommt ne, Chlor kommt da rein. Glaube, wenn ich sie so baue, kann ich hier rein, genau. Und hier zum Beispiel rein. So, jetzt brauche ich das Rezept für Graphit und saures Wasser. Okay, ich lasse mal nebenbei weiterlaufen, weil ich zeige es euch nur kurz. Das Problem ist, ich habe Konstruktionsteile 3, also das hier vorne steht. Aber bis die Sachen hier fertig sind, brauche ich halt noch fast 400 Konstruktionsteile. Das sind jeweils 90, 1, 2, 3, 4. Kann sich jeder ausrechnen, sind 360 plus die Reste von hier. Ich brauche noch über 5, über 400 Teile. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal laufen, während ich hier weiter plan. Okay, also wir haben jetzt hier Kohle. Neue Flüchtlinge sind angekommen. Ja, ich brauche auch mehr Arbeiter. Genau, das Bevölkerung gestiegen. Ach, da kriege ich, da wusste ich gar nicht mehr, dass ich Belohnung kriege. Hier habe ich ein paar einfache Dinger hingemacht, weil ich kann die ja nicht aufwerten. Ich brauche dafür ja auch die roten, wovon ich gerade zu wenig habe. Okay. Das mal nebenbei. So, jetzt kommt hier in der Mitte Graphit und rechts und links saures Wasser. Okay. Gut, das saure Wasser, das muss ich, also müssen nicht, aber werde ich großzügigerweise an dieses Rohr irgendwie anschließen. Das machen wir aber zum Schluss, weil das gibt es einfach nur, ist erstmal nur, das ist quasi das Endabfallprodukt, das muss nicht weitergeführt werden. Aber das Graphit, das landet jetzt im Lichtbogenofen. Da brauche ich wiederum Kohle.
Und Sand. Deswegen haben wir hier ja nochmal was, genau. Und Kohle und Sand. Lichtbogenofen. So, der hat da seinen Ausgang und da seinen Eingang. Dann können wir den einmal spiegeln. Ich den so hinsetzen. Was ist das dann? Nee, dachte ich mir, da braucht ja immer eine Gerade, da kann ich direkt, kann aus einer Fabrik nicht direkt aus der Kurve rausgehen. Das macht er nicht. Meine ich weiß, ich habe jetzt hier, wie viel, Folge 45 müsste es sein und stell diese Frage, hätte man auch schon früher drauf kommen können, ich weiß. So, dann muss ich das nämlich so bauen, dass ich so rankomme und hier. So, ja, das ist dann natürlich ein anderes, genau. So, bei den Eingängen geht es komischerweise. So, und hier daneben. Mache ich jetzt auch nur in Anführungsstrichen die kleineren Schütten. So, hier kommt der Kalkstein rein. Wir brauchen natürlich jetzt auch deutlich mehr, nee, der Sand. Ich wollte gerade sagen, deutlich mehr Kalkstein, aber hier verbrauche ich in dem Fall Sand. Sand. So, dann kommt jetzt das geschmolzene Silikon raus. Silikon, ja, genau. Geschmolzene Silikon. Hört mir am besten nicht so genau zu. So. Schlacke kommt raus, das ist Abfallprodukt und Abgase kommen raus. Abgase schließe ich momentan noch nicht an, denn jetzt kommt hier das Geschmolzene raus. Und das, da müssen wir jetzt in den Siliziumreaktor reingehen. Okay. Ich baue nur mal kurz, weil ich 12 pro 60 Sekunden, der bringt 24, also zwei Siliziumreaktoren kann ich bauen. Der braucht natürlich jetzt auch noch den Wasserstoff, den ich von da kriege. Okay, also. Das. Ja, man müsste sie halt auch richtig umdrehen. Hier muss der Wasserstoff rein. Na. Weg mit. Ich meine, wo führe ich den Wasserstoff überhaupt her? Das ist natürlich jetzt erstmal die Frage hier rüber, gell? Bring den Wasserstoff hier unten durch.
hier rüber. Und hier hin. So, dann habe ich jetzt flüssiges Silizium. Okay, wie gesagt, Abgase haben wir ja hier keine, aber hier. Okay, was ist der nächste Schritt? Das geschmolzene Silizium mit Wasserstoff ist das Polysilizium und das Polysilizium muss jetzt mit Leiterplatten und Elektronik in der Montageanlage gemacht werden. Okay, jetzt muss ich erstmal die Leiterplatten produzieren und die produziere ich in der Montageanlage mit Kunststoff, Glas und Kupfer. Kunststoff habe ich ja hier. Könnte ich hier rüberführen, bauen wir eine Rampe. Moment, wo kann ich denn das eigentlich? Was kommt da von Band hin? Ganz normales flaches. Bedeutet, das ist jetzt ein ganz normales Stückgutlager hier hinten ran oder wie? Tatsächlich. Kommt ganz normales Lager ran. Okay, aus dem Lager geht es dann in die Montagefabrik. Ich glaube, das kann auch nur in der Dreier gemacht werden, kann das sein? Ja. Okay, die Leiterplatte, Kunststoff führe ich von Kunststoff mache ich da hinten, Kupfer und Glas, das ist alles so weit weg, dass das kann ich nicht mitnehmen. Also theoretisch kann ich schon, aber da muss ich über die halbe Basis ein Band legen, das ist halt auch, wie es ist. Deswegen mache ich das da hinten. Ich würde es dann aber tatsächlich mit einem Band bis hier vorlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo setze ich es hin? Hier kommt es raus. Hier kommt das von da oben runter. Neue Flüchtlinge. Oh, 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 oh. Ausschalten. Ist aber, ich habe nur 39, ich brauche aber 100. Verdammt. Die gelben werden natürlich aufgeschnupft, weil ich die hinten brauche. Moment, Moment, Moment. Kann ich irgendwie die Produktion gerade vorübergehend mal beschleunigen? Nein, es fehlt. Es fehlt euch. Fehlt Holz? Nein, fehlt kein Holz. Fehlt Eisen. Achso, das sind die Einzelkonstruktionsteile. Nee, euch fehlt Beton. Ich habe kein Beton mehr. Das ist jetzt hier schon wieder das Problem. Hier fehlt was. Zement. Zement fehlt. Zement fehlt, weil einfach langsam. Zement fehlt, weil einfach langsam und deswegen wenig Beton. Brauche halt gerade auch viel. Okay, der Brecher ist mittlerweile fertig. Okay. Ja, nicht genug Wohnraum, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ist schlimm, wenn da ein paar obdachlose Menschen arbeiten nicht. Ja gut, dann ist egal. Dann mache ich jetzt erstmal hier in der Planung weiter.
So, hier kommt nämlich jetzt. Moment, ich stelle es mal ein, damit ich es sehen kann. Polysilizium und hier entsteht Elektronik 2. Das bedeutet, Elektronik muss ich jetzt mittels Lager anliefern, während ich die Leiterplatte, ich lege das schon mal hin, von hier hinten mit dem Band hole. Ich lasse das hier machen. Das wird tatsächlich ein längeres Band, aber das ist mir egal. Ich lasse den Kunststoff hier raus. Das ist gerade Absicht, dass ich das so lang lasse. Genau, was macht ihr da? Als ich hier irgendwie noch eine Rampe bauen muss, damit die hier nach unten fahren können. Aber für den Moment können die auch außen rum fahren. So, hier soll ja die Leiterplatte hergestellt werden. Kunststoff kriegt sie, Glas und Kupfer. Das sollte ich eigentlich. Moment, das muss ich genau, muss ich andersrum machen. Oder aber. Oder aber. Oder aber ich mache das so, dass ich. Ja, das ist Moment. 1, 2, 3. So, dass ich nämlich hier. Moment. Hier die Leiterplatte machen lasse. Dann kann ich nämlich das hier wieder wegnehmen. Dann muss ich nämlich hier jetzt nur Kupfer und Glas. So, einmal Glas, einmal Kupfer. So, und dann läuft das hier rein und dann läuft das hier rein. Jetzt habe ich hier nur eine Komponente vergessen, nämlich die Elektronik. Ja, die habe ich jetzt einfach. Die habe ich jetzt einfach vergessen, die Elektronik. Das ist ein bisschen blöd. Da brauche ich noch Platz, weil ja. Das hier rüber. Gut, Lager. Kommt die Elektronik rein. Ja. Elektronik, hallo, wo bist du? Achso, hier oben. Sind mittlerweile schon so viel. Okay, so genau. Und jetzt? Und jetzt so, genau, und jetzt hier. Hierum geht halt nicht. Also wird schon gehen, aber.
Hier eine Leiterplatte hin. So. Und hier noch eine Rampe hin. So, okay. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch fast alles haben, außer. Nee, Moment. Das ist ja jetzt falsch. Hier muss ja nur Kunststoff reinkommen, gell? Weil hier, genau. Hier brauche ich nur den Kunststoff. Das bedeutet, das hier kann ich wegnehmen. Das ist überflüssig, was ich hier mache. Kann nämlich so machen. Und dann fahre ich hier rüber und dann wird jetzt hier alles produziert und am Ende von diesem ganzen Kladderadatsch kommt hier die Elektronik raus. Die Elektronik 2. Und die schmeiße ich, komm, wir übertreiben jetzt wieder ein bisschen. Die schmeiße ich jetzt hier. In ein Dreierlager rein. Dafür habe ich zwar keine Bauteile, aber hey, ist ja egal. Irgendwas ist ja immer. Gut, das braucht natürlich wahrscheinlich auch einen ganzen Schwung voll. Ich find's gut. Geh noch mal kurz durch, ob ich alles hab. Das Lastwagen kann das Ziel nicht erreichen. Ach so, ja, weil die jetzt wieder über die dämlichen Blaupausen nicht drüber fahren, das ist auch geil. Oh, das mag geschwind, dass die da wieder drüber fahren können. Okay, also Kunststoff läuft hier raus, kommt hier rein. Hier haben wir alle drei Komponenten. Hier muss man Glas und hier haben wir Kupfer. Genau, dann wird hier die Leiterplatte gemacht. Die Leiterplatte fährt hier rein. Dann haben wir Nummer 1. Elektronik kommt hier. Dann haben wir Nummer 2. Und Polysilizium wird hier produziert, indem wir Graphit und saures Wasser, muss ich noch abführen, machen. Und hier wird dann das geschmolzene Silizium draus. Das passt. Hier kommt Kohle, hier kommt Sand rein. Okay, jetzt muss ich nur noch das saure Wasser raushauen und hier kommt noch Schlacke als Abfallprodukt raus. Das muss ich natürlich hier auch noch irgendwie loswerden. Also ganz fertig bin ich noch nicht mit der Planung. Alles klar, Chroma. Aber schön, dass du da bist. So, aber hier kann ich eigentlich direkt einen Kamin bauen, weil erstmal kann man damit nicht viel anfangen. So. Ich finde es trotzdem blöd, dass sie über solche Planungen nicht drüber fahren, aber gut. So, also der Kamin. Und jetzt muss ich natürlich die Schlacke hier noch loswerden. Dazu muss ich hier. Hier einmal. Ich muss vermutlich noch mal eins weiter weg. Nee. Noch eins weg. Geh nach oben, Junge. So, wunderbar. So, und hier kommt jetzt die Schlacke. Ja gut, die landet in der Schütte. Ich meine, wo will ich sonst damit hin? Ich könnte sie natürlich auch auf ein Förderband schicken und könnte sie irgendwo direkt verschütten lassen. Aber die kommt in die Schütte rein. Aber das machen wir hier so daneben. So. So, jetzt haben wir aber alles. Wie schaut es denn hier drüben aus? Okay, das erste Lager hat die Hälfte. Oh, ich muss mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit wieder hochgehen, weil sonst werde ich damit heute nicht mehr fertig. Gut, aber die Planung steht jetzt. Ich habe alles geplant. Es müsste soweit passen. Und am Ende steht hier eben Elektronik 2 drin. Und sobald ich 20 produziert habe, kann ich endlich die Forschung wieder starten. Und dann kann ich auch, wenn das Lager steht, kann ich eigentlich das
das Lager hier einreißen, weil ihr seht, ich habe schon 343 Elektronik 2, aber das interessiert das Spiel nicht. Finde ich ein bisschen blöd. So. Aber ich sollte wahrscheinlich auch die Produktion von dem Zeug hochfahren. Am Eisen liegt es nämlich nicht. Eisen habe ich jetzt mehr als genug momentan. Sondern denen fehlt in die Konstruktionsteile 1, weil die hier wegen mangelndem Beton nicht mehr arbeiten können. Und bei Beton ist halt tatsächlich das Problem, dass der Kollege hier zu langsam läuft. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen Gummi geben und dann schauen wir mal, ob das dann besser läuft. Und der macht jetzt, der macht 6 Zement pro Minute und die verbrauchen 3 Zement pro Minute. Also eigentlich müsste das ja ohne Probleme durchlaufen. Theoretisch, praktisch. So, und das hier läuft nicht, weil... Okay, die werden geliefert, aber hier kommen einfach zu... Ja, hier, also wie gesagt, Beton ist gerade das Problem. Weshalb hier auch ein bisschen zu langsam produziert wird, was dann eben Auswirkungen hat auf die Produktion hier hinten. Die Lager sind mittlerweile gefüllt, das ist gut. Die sind alle vergrößert und gefüllt. Das hier steht einfach einsam in der Gegend rum. Gut, ja, dann heißt es jetzt wieder warten, bis genügend Konstruktionsteile sind. Ah, okay. Das erste Lager ist fertig. Das bedeutet, wir können jetzt hier sagen, halte das schon mal voll. Wie schaut es denn eigentlich mit der Kupferproduktion, dem Kupferabgraben aus, so muss ich ja sagen. Ja, ein bisschen was haben sie noch zu graben. Hier könnte ich eigentlich auch... Das habe ich eingestellt, okay. Moment, wie schaut es insgesamt aus? Okay, hier hinten ist noch gut Kupfer. Hier wäre auch noch gut Kupfer. Das könnte ich eigentlich auch noch einstellen. Ne, bitte gerade bleiben. Ja, ihr könnt eigentlich bis... Ja, erstmal... Das ist. Habe ich jetzt was ab, was weggenommen wahrscheinlich. Ja. So. Ah, Kupfer, Eisenerz rede ich nicht von Kupfer. So, Raps, ja, das passt, das passt. Ach, das ist jetzt hier. Der ist ein Problem. Nein, doch. Er hat ein Problem. Bereich anpassen. Okay. So. Hier drüben hat er auch noch zum Buddeln. Gut, hier hat er sowieso generell noch. Ich meine, hier kann ich alles noch tiefer abgraben. Also haben wir noch genügend zu tun, okay. Gut. Ja, jetzt wird hier auch das erste Lager davon gebaut. Der hat hier schon 216. Okay. Die warten eigentlich nur darauf, gell? Ja. Gut, Eisenschrott. Wird der abgeholt? Ja, der wird abgeholt. Der wird direkt geliefert. Gut, hier die Produktion beginnen macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil ich rote Konstruktionsteile brauche, gelbe Konstruktionsteile brauche. Rote. Nee, also okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Beton und nicht mehr so riesen Betonproblem, aber was fehlt jetzt? Ach, jetzt fehlt die zerkleinerte Schlacke.
Dann machen wir da mal ein bisschen Gas ran. Oh je. Ich habe einfach zu viel auf einmal gewollt. Also, dass das hier so viel Material schluckt, damit habe ich... Ja, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Aber wenn das jetzt hier mal steht, dann kann ich das hier abreißen. Das brauche ich dann nicht mehr. Eisen stockt ja ohne Ende. Also davon habe ich ja eigentlich genug. Wobei, hier wird noch mehr reingehen in das Lager. Das Lager ist voll. Ja gut, und hier, wie gesagt, hier läuft's. Auch nicht optimal. Aber ich brauche hier keine Leistungssteigerung reinmachen, wenn das Ding stehen bleibt, weil Beton fehlt. Ich meine, jetzt aktuell ist genügend Beton da. Aber jetzt fehlt es nämlich gerade wieder. Da hinten kommt der nächste Schwung, aber das kommt nicht rechtzeitig an. Also ich brauche keine Leistungssteigerung reinmachen, solange mir Material fehlt. Aber gut, geplant ist alles. Halbe Stunde ist durch. Ihr wisst, wo es hinführt. Jetzt hole ich euch wahrscheinlich echt erst zurück, wenn das alles steht. Und das wird eine Weile dauern. Also ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.